Servus und willkommen zur inzwischen 14. Episode vom Munich MMA Podcast. Ich bin Neferdi und ich habe mir wieder den Chris mitgenommen. Und Hallo. Wir unterhalten uns heute über Gürtel im BJJ. Ganz spezifisch Farbgürtel, was wir der Meinung sind, was jeder Gürtel irgendwie so kommen können muss, um auf diesem Level zu sein, wie wir die vergeben, so generell über dieses diese Farb 5 Nade, whatever, mit den Gürteln. Das Ganze machen wir, weil der Gabor uns auf Discord gefragt hat, dass wir das machen sollten. Wenn ihr auch irgendwelche Themen für unseren Podcast habt, dann schmeißt sie einfach bei uns auf den Discord-Channel raus. Und wenn wir Lust drauf haben, dann machen wir das Ganze auch. So. Erstmal hallo Chris und Gratulation zu deinem ersten Streifen auf deinem Schwarzgurt. Yay! 3 Jahre abgesessen. Ja, Streifen auf Schwarzgurten. Fangen wir ganz oben an, bevor wir dann zu den Farbgurten runtergehen. Sind zeitbasiert bei uns im Sport. Was hältst du davon? Also es ist ein cooles Gefühl, einen Streifen auf dem Schwarzgurt zu haben und jetzt schon 3 Jahre das Ding zu tragen. Wobei es halt auch ein bisschen schnell rumgegangen ist, Corona-bedingt, muss ich auch dazu sagen. Ich bin nicht ganz happy damit, weil es eigentlich, ich finde, dass Streifen halt auch performance-basiert sein sollten. Und ich bin nicht riesig unglücklich damit, aber also ich hadere ein bisschen damit, sagen wir es so. Also diese, was im Imposter-Syndrom geht vom 4-Streifen-Weißgurt, der heult, was in der 0-Streifen-Weißgurt tappt, bis hin zum Schwarzgurt auf. Also das ändert sich nicht in diesem Sport. Da war Stops. Naja, ich meine, die Streifen darf man nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Es ist halt ein, letzten Endes, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Progress-Bar, der sich füllt. Ja. Und gut, ich habe die 3 Jahre trainiert und ich hoffe, ich mache meinen Job ganz gut als Coach und habe auch ein bisschen competed. Also insofern werde ich jetzt nicht unter meinem Bett verkriechen und diesen Streifen verbrennen und ja, das passt schon, aber also ich würde mir jetzt für Black Belt eigentlich schon wünschen, dass es da klarere Kriterien gäbe, wann jemand einen Streifen verdient hat, einen zweiten Streifen, einen dritten Streifen und das Ganze vielleicht ein bisschen präziser als ja, 3 Jahre sind rum. Aber so sind die Regeln und so wird es momentan gemacht, also so ist das System. Passt schon. Wir sind generell im Jiu-Jitsu in einem sehr informellen System unterwegs und das zieht sich halt bis oben durch. Dieser Versuch oder das System, das die IBJJF sich da ausgedacht hat mit den verschiedenen Requirements, wie viele Jahre du auf welchem Gürtel sein musst, damit du weiter kannst und legal diesen Gürtel haben darfst, ist halt ein Ansatz, das zu formalisieren. Und beim Schwarzgurt dieses alle 3 Jahre, alle 5 Jahre und keine Ahnung, später sind ja noch länger die Inkremente, ist halt ein Versuch, diesen riesengroßen Ozean, sage ich mal, zu kartieren, den echt der Black Belt darstellt. Das ist ja der Gurt, den man, wenn man nicht mit sehr spät im Leben anfängt, eigentlich am längsten hat. Also wenn man sich wenn man sich das mal bewusst wird, sagen wir, ich fange mit, keine Ahnung, ich bin spät dran, ich fange mit 20 an und nach 10 Jahren statistisch habe ich wahrscheinlich meinen Schwarzgurt und ich werde, was immer, 70 Jahre, dann sind diese 10 Jahre Training bis zum Schwarzgurt nicht wirklich vergleichbar, zumindest von der Länge her, zu dem, was eigentlich auf dem Schwarzgurt noch an Zeit verbracht wird. Ja. Ich habe auch gerade eben das IBJJF Graduation System nebenher mal aufgemacht. Das hatte ich vorhin vergessen, aber einfach, dass wir ein bisschen Überblick haben. Nach 31 Jahren Schwarzgurt bekommst du deinen Coral Belt. Geil, das schaffe ich. Insgesamt, ja. Das heißt, die Rotolos, die mit 18 ihren Schwarzgurt bekommen haben, sind dann mit das Mathe, lass mich im Stich. Oh, peinlich. Nee, die sind mit 50 auf jeden Fall dort. Ja, 50 sind so Coral Belt, was sehr, 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 sehr cool ist. Also, geil. Welche Masters Division, welche Masters Division kämpfen sie dann? Müssen wir mal rausrechnen. 1, 2, 3. Masters 5. Ist okay. Ist okay.
Genau. Zu den Minimum Wait Periods, die sind ein bisschen kürzer geworden. Blaugurt, also es gibt keine Minimum Wait Period von weiß zu blau. Blau auf lila sind 2 Jahre. Lila auf braun sind 1,5 und braun auf schwarz ist 1 Jahr. Das heißt, wenn du sehr schnell durch die Gürtel durchhetzt, dann wirst du insgesamt 4,5 Jahre in den Farbgurten. Das ist schon Rekordtempo, ja. Das ist tatsächlich Rekordtempo. Ist sogar auch schon passiert. BJ Penn zum Beispiel. Genau. BJ Penn, Travis Stevens. genau, Travis Stevens, Kyoterra, Gio Martinez. Und die Tatsache, dass wir jetzt hier in der Lage sind, die Namen von diesen Leuten einfach so rauszuholzen, sollte euch auch zu denken geben, sollte zu verstehen geben, dass es keine Sachen sind, die einfach so mir nichts, dir nichts, für jeden normalsterblichen DJ-Trainierenden erreichbar sind. Das sind absolute Outlier, die Wollte halt gerade sagen. auch das ganze Leben quasi zu diesem Zeitpunkt auf der Matte verbringen kann. Ich denke, die meisten landen so bei ihren 10 Jahren. Also bei mir waren es auch 10 und ich war jetzt nicht faul. Also ist so der Durchschnitt. Wirst du sagen, dass die anderen Waiting Periods, die auch die verkürzten, so der Realerfahrung entsprechen? Also solche 2 Jahre Blaugurt auf Purple Belt sehe ich nicht so oft. Die meisten bleiben 3, 4 Jahre auf Blau. Ich überlege gerade eben. Braun auf Schwarz, okay, 1 Jahr, ja, oft. Shoutout hier an Andy Brown, 12 Jahre. Ja, wenigstens ein Ort, wo er den Highscore hat, ne? Sorry. Sorry, Andy. Also ich hatte meinen lila Gurt relativ schnell. Ich möchte aber auch sagen, also es war unter 2 Jahren. War aber auch langfristig, auf lange Sicht gedacht, unverdient. Ich war halt zu dem Zeitpunkt der große Fisch im kleinen Teich. Also von meiner Competition Performance her hätte ich es mir nicht gegeben. Training Room Performance vielleicht schon, ja, okay. Aber es ist halt auch nicht das, wo ich mich hätte dran messen wollen. Dafür hat es dann eben beim Lila-Gurt entsprechend länger gedauert. Und das sind auch so die Dinger, das sind so die 2 Gürtel. Wenn der Blaugurt schnell kommt, dann ist erfahrungsgemäß der Lila-Gurt was Langes. Wenn der Blaugurt lange dauert, dann ist erfahrungsgemäß der Lila-Gurt was relativ schnell vorbeigeht. Interessant. Da sprichst du auch was Wichtiges an, so dieses Thema Referenz, sage ich mal. Also was für mich ein relativ wichtiger Faktor ist auch bei den Gürteln, es ist immer auch ein Ausdruck von dem, wie du in Referenz zum Rest deiner Trainingsgruppe dich entwickelst. Also Competition Performance ist dann so ein bisschen der Vergleich mit, ich sag mal, den anderen Competitorn, den anderen Schulen. Aber ich finde, ganz oft ist halt der Blaugurt in der einen Gruppe nicht unbedingt der Blaugurt in der anderen Gruppe. Genauso auch der Purple Belt. Also gerade Leute, die halt eben nicht competen, bei denen ist es ganz klar halt einfach sehr stark gewichtet Richtung, wie stehst du in deiner Peer Group, in deiner Trainingsgruppe. Das ist auch okay, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und hierzu vielleicht mal so ein, ich werde es anhängen, ich habe das mal für mich aufgezeichnet, einfach nur um, da ich jetzt auch Gürtel vergeben muss, so als genereller Wille der Mathe oder so, weil eigentlich mache ich das auch nicht gerne. Ich meine, das ist mir so, okay, ich muss machen und wenn ich der Meinung bin, ich muss diesen Gürtel vergeben, das ist eigentlich das Beste, was ich mir vorstelle, was mir passieren kann. Wenn ich mir nicht sicher bin, so, dann mache ich es lieber eigentlich. Also, ich habe mir was aufgezeichnet dazu. Ich werde es auch anhängen. Das sind so die 5 Bereiche, wo ich quasi Performance evaluiere, was Gürtel angeht. Wir haben Competition Performance. Wir haben Rolling Performance. Das ist das, was du gerade eben schon angesprochen hast. Wie
schneidet die Person beim Rollen ab. Dann Width of Technique. Was ich damit meine, ist, wie groß ist das technische Wissen in die Weite gezogen? Also wie viele Techniken kann die Person? Wie viele Techniken kann die Person gegen einen Resisting Opponent performen? Und gibt es irgendwelche Positionen, wo die absolut keine Ahnung haben, wie sie sich verhalten sollen? Ein lila Gurt sollte auch mit 50-50 was anfangen können. Zum Beispiel zwischen anderes Thema, was wir jetzt angreifen können. BJJ wächst ja auch. Also die Zahl der möglichen Techniken oder die Zahl der bekannten Techniken wird auch immer größer. Und damit werden natürlich auch die Anforderungen an die jeweiligen Gürtel werden natürlich höher. Das ist was relativ häufig auch genannt wird. Also ein Purple Belt von jetzt würde die Schwarzgurte Anfang der 90er hart verdreschen. Dann Depth of Technique, also die Tiefe der Technik. Wie gut kann die Person, also wie tief kann die Person ihre absoluten Lieblingspositionen rein oder ihre absoluten Lieblingspositionen, was kann die da alles? Wie tief ist ihr Wissen zu dieser einen Position hin? Kann sie dazu eine Stunde geben? Fragt sie die richtigen Fragen dahingehend? Sowas. Und als letztes habe ich Minimal Required Proficiency angegeben. Das ist so das absolute Minimum, der Minimumstandard, den ich erwarte von jemandem, der diesen Gürtel hat. Und das ist, ich glaube, das war auch so Gabors ursprüngliche Frage eigentlich. Was sind so Dinge, die jemand, der diesen Gürtel hat, halt können muss? Ich habe da was für Blaugurte und ich habe was für lila Gurte. Braun und Schwarzgurte habe ich noch nichts, weil ich beides noch nicht vergeben habe. Für mich, und das ist wirklich das absolute Minimum, der Rest auf dieser Performance Evaluation Scale muss halt auch irgendwie erreicht werden. Genau, bei Blaugurten habe ich, wenn jemand mit den gleichen physischen Attributen ein Probetraining macht, dann erwarte ich von einem Blaugurt, dass er den verpackt. Und das andere, die anderen Weißgurte in der Stunde sollen nicht in der Lage sein, diese Person zu pinnen. Also Side Control, Back Control, Mount, Near Belly, natürlich within reason. Wenn das jetzt 50 Kilo Gewichtsunterschied ist, geschenkt. Aber das sind so die zwei absoluten Minimalziele, die ich von einem Blaugurt erwarte. A, er kann jemanden verpacken mit den gleichen, so richtig verpacken, der mit den gleichen physischen Voraussetzungen ins Training kommt. Und B, er kann nicht gepinnt werden. Das ist ein absolutes Minimum. Da muss, und dann jetzt kommt Rolling Performance, die beiden Technik-Scales, Competition, das kommt jetzt noch on top. Das sind interessante Kriterien. Wie sind die entstanden? Also das eine ist ja doch relativ klar Rolling Performance. Ein Probetraining kommt in die Klasse und muss da dominiert werden von dem Blaugurt. Und das andere ist sehr spezifisch nicht gepinnt werden. Warum nicht, nicht submitted, nicht gesweept, nicht whatever werden? Also wie ist das entstanden? Das ist tatsächlich so entstanden. Dann hat er Instructional geguckt und sich dann hat er Instructional geguckt. aber eigentlich ist es noch viel, viel älter. Jiu-Jitsu University, Saulo Ribeiro. Oh ja, steht bei mir auch im Strang. Ja. Richtig oldschool. Als Weißgurt solltest du die meiste Zeit damit verbringen, zu überleben. Und wenn du dann anfängst zu escapen, dann sehen wir uns langsam aber sicher im Blaugurt. Jiu-Jitsu University war ja auch einer der ersten publizierten Versuche, zumindest da so ein gewisses, eine gewisse Outline zu geben, ein gewisses System zu geben. Du hast es ja vorher schon erwähnt, Minimalstandards. Ja. Das ist für mich immer so ein bisschen erstmal ein Triggerwort, wie man so, glaube ich, sagt heutzutage. Ich weiß nicht.
bin ja schon bei 30. Das triggert mich immer ein bisschen. Und dann muss ich in meinen Safe Space, aber ich rante dann immer ganz gerne über Prüfungsordnungen, wie sie beim Judo, Karate, Pipapo gemacht werden. Also, okay, du kannst das, das und das vorzeigen mit einem kooperierenden, schauspielenden Partner. Bitte zahle deine Prüfungsgebühr und hier hast du deinen Gürtel. Wir sehen uns dann in 6 Monaten zum nächsten Gürtel, wenn du wieder Gebühr gezahlt und Jahressichtmarke gekauft hast. Und, ich finde es gut, grundsätzlich solche Standards zu haben. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass die ein Teil von der, ich sag mal, vom Bewertungsstandard sind, aber eben nicht alles. Also sobald wir anfangen würden zu sagen, okay, check, du kannst ein Armbar, du kannst eine Triangle und du kannst shrimpen, hier ist dein Blaugurt, dann geht es, glaube ich, echt bergab. Genau, dann gibt es einfach keine Gürtel mehr, würde ich sagen. Ja. Es gibt auch viele Argumente für Gürtel weglassen. Können wir danach im Nachgang nochmal diskutieren, vielleicht das Ganze, wie Jiu-Jitsu aussehen würde ohne Gürtel. Ja. Okay, also das heißt, du hast diese 2 Kriterien für den Blaugurt. Einmal das Dominieren von einem untrainierten Menschen mit ähnlichen körperlichen Attributen und das nicht gepinnt werden, weil letzten Endes das Escapen aus Pins für dich auch so ein Hallmark ist für, okay, geht Richtung Blaugurt. Habe ich richtig verstanden? Genau. Mhm. Das, wie gesagt, das sind die 2 absoluten Minimal-Dinge, die gegeben sein müssen. Ich erwarte natürlich auch, wenn die Person competet, dass sie dann da entsprechend Performance abliefert. Dazu, also ganz besonders bei Competitoren und bei höher graduierten Competitoren noch mehr, das ist was, was man tatsächlich auch mit denen besprechen kann, finde ich. Also wenn die dich fragen, ist es okay? Nein. Wir müssen trotzdem 10 Jahre warten. Okay. Genau, das ist nur was anderes. Absolute Red Flag, was das angeht. Ich mag es nicht, wenn mir irgendwie so, ich habe jetzt aber diesen Gürtel verdient. Nein. Ich bin aber auf der anderen Seite der Meinung, dass es durchaus okay ist, transparent zu sein, ganz besonders was Competition angeht. Wenn ich jetzt jemanden habe, der halt durchaus Ambitionen hat, was Euros angeht, was von mir aus auch ADCC angeht, alles, was halt jetzt in irgendeiner Form höher levelig ist, dann kann ich ihm auch sagen, okay, pass auf, du bekommst in deinem Blaugurt 2 Shots, was die Euro angeht. Weil du bist ein Competitor, ich gehe davon aus, dass du regelmäßig ins Training kommst. Ich gehe davon aus, dass du dich selbstständig weiterentwickelst. Ich gehe davon aus, dass du besser wirst in diesem Sport. Und ich gehe mal auch davon aus, dass du innerhalb von 2 Jahren den nächsten gedanklichen Schritt erreicht hast, dass ich dir diesen anderen Gürtel geben kann. Das heißt, du bekommst 2 Optionen, also 2 Shots auf die Euro. Das ist ein sehr guter Punkt. Jeder Farb- oder Gürtelwechsel ist ja quasi auch ein Wechsel oder ist es de facto ein Wechsel in die höhere Liga. Mhm. Also kommst du halt dann von der 4. in die 3. Liga. Und da, glaube ich, wurden schon ein paar potenzielle Wettkampfkarrieren in großen Anführungszeichen zerstört, auch durch zu frühe Graduierung vielleicht. Ja. Und andere Wettkampfkarrieren wurden beflügelt durch zu spätes Graduieren, aka Sandbagging. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein eigenes Diskussionsthema, denke ich. Aber ja, also finde ich gut letzten Endes als Kriterium und auch als Option, dass man sagt, okay, jemand, dem Competition wichtig ist, mit dem wird ein bisschen gesprochen zum Thema, okay, guck mal, ich gebe dir so und so viele Shots für die großen Turniere und wenn das reißt, cool, und wenn nicht, schade, aber dann geht's trotzdem weiter. Und ich denke, es gibt keinen Sinn, 10-mal als Blaugurt die Euro kämpfen zu können. Nee, das ist halt auch, ich bin im Endeffekt, was hast du, wenn du als Blaugurt die Euro gewonnen hast? Du kannst dir ins Instagram-Profil schreiben, hey, ich bin Europameister. Aber ich weiß halt auch, ja, wow, du jetzt nicht, ich möchte jetzt hier nicht Blaugurt-Europameister irgendwie schlecht reden. Das sind ganz besonders Adults, sind richtig krasse Leute. Aber ja, es ist halt nicht die Champions League, die da ausgekämpft wird. Wir sind ja auch einer der wenigen Kampfsportarten, wo es überhaupt einen Europameister bei den Anfängern gibt.
Also beim Judo bist du halt entweder Europameister, du bist halt nicht Europameister in deiner Gewichtsklasse. Ja. Gibt es nicht den Grüngurt-Europameister, das gibt es einfach nicht. Aber natürlich hast du da auch den Nachteil, dass dann einfach der Gelbgurt, der gerade Competition-Lizenz quasi hat, gegen den Schwarzgurt kämpfen muss in der Gewichtsklasse, was Ja. ein ganz anderes Problem ist. Insofern cool, dass wir diese Gürtel liegen haben, macht das ganze Thema Graduierung halt noch mal ein Stückchen komplexer. Für mich ist es so ein bisschen, ich habe nicht so ein Pentagramm aufgemalt in meinem Kopf. Pentagon. Pentagon, Entschuldigung. Ja, Pentagramm ist auch cool, aber das können wir mal im Nachgang diskutieren. Für mich ist so ein Blaugurt jemand, der ein solides Verständnis von allen häufigen Positionen einfach hat. Also für mich ist die Metapher so, hat der ein Navigationssystem in seinem Kopf oder noch nicht? Also für mich, der Weißgurt hat einfach kein Navi. Der fährt irgendwie und hofft, dass er ankommt. Und der Blaugurt hat so ein primitives Navi zumindest. Weiß, okay, das sind die Positionen, die funktionieren ungefähr so. Ich habe die und die Option. Der weiß einfach ungefähr, wo es lang geht. Der hat jetzt nicht das präziseste militärische Navigationssystem mit 25 Satelliten, aber der hat zumindest Google Maps installiert, würde ich sagen. Und das zweite Kriterium für mich sind so der Beginn von Kombinationen. Okay. Also wir denken in unserem Sport ja ganz oft mit, ja, der Armbar muss perfekt aufgebaut sein und die Griffe und Pipapo und dann klappt der schon. Und die Guard muss so und so sein und die Griffe so und so. Und in ganz vielen anderen Sportarten wird gar nicht mehr diskutiert, wie was funktioniert. So, der Aufschlag geht halt einfach so. Das wird trainiert und gemacht und dann ist das abgehakt. Und dann geht es eher darum, wie baue ich den Aufschlag in das Spiel ein? Wie wird Ja. der vorbereitet? Wie kann ich als, gut, jetzt in einem Mannschaftssport vielleicht auch zusammenarbeiten, aber im Boxen zum Beispiel, du hast nicht so viele Schläge. Da wird auch nicht graduiert. Aber würde es graduiert werden, ich glaube nicht, dass die kommen mit, okay, du kannst einen Jab, Blaugurt, sondern da wird drüber gesprochen, okay, wie benutzt du denn deinen Jab? Benutzt du den richtig als Setup? Benutzt du den als Feint? Benutzt du den, um den Cross vorzubereiten? Ich finde, dass es wichtig wäre, dass wir irgendwann auch im Sport so weit sind, dass wir bewusst drüber sprechen, okay, wie gut kombiniert denn jemand? Wie gut fintiert jemand? Also wie bereitet er seinen Armbar vor? Was macht er, wenn der Armbar nicht klappt? An den Blaugurt habe ich jetzt nicht die Erwartung, dass der eine 10er-Kombo raushaut mit 25 verschiedenen Moves, aber dass der so eine Ein-Zweier-Kombination bringen kann. Okay, Armbar klappt nicht, das ist mein Follow-up. Okay. Ich benutze den Cross-Choke übers Gesicht, um die Arme hochzutreiben und gehe dann in den Armbar. Solche Geschichten, so ganz simple Kombinationen. Und das letzte Kriterium für mich ist so ein bisschen, ist auch wieder ein bisschen schwammig, aber in Anführungszeichen Flow. Im Ja. Sinne von, der kann sich fließend bewegen und von Position zu Position fließende Übergänge finden. Das hat sicherlich noch Ecken, das hat sicherlich noch nicht dieselbe Qualität wie ein Black Belt, der einfach durchflowt, wie die Mendes-Brüder oder was auch immer. Aber also das hängt so ein bisschen zusammen auch mit dem Navi-Gedanken. Der weiß, wo er hin will und dadurch kann er fließende Übergänge schaffen zwischen Positionen. Die müssen noch nicht Ja. schön sein, aber da sind nicht riesige Denkpausen mehr dazwischen. Also das fällt für mich, also das wären Stickies, die ich mir jetzt dann quasi bei Rolling Performance und Width of Technique hinkleben würde. Ja. Also Also für da mich würde ist der ich Blaugurt auch so ein diese inkorporieren. Verbreiterungsgürtel. Sorry nochmal. Für mich ist der Blaugurt so ein Gurt, wo quasi der mir jetzt, also wo ich sehen muss, okay, da ist eine gewisse Breite des Wissens da. Also der hat einfach diese Übersicht. Und Ja. also für meinem Kopf wechseln sich quasi immer Breite und Tiefe ab zwischen den Gürteln. Also ein Blaugurt hat ein sehr breites Verständnis. Ein Purple Belt macht so ein Deep Dive in einfach seine A-Game-Position. Und Ja. der Braungurt verbreitert sich dann auch wieder. Nur so als grobe Idee. Ich habe mir zu Purple und Brown auch ein paar Gedanken gemacht, aber wollen wir den Blaugurt so abschließen oder wollen wir den Ich nochmal überlege zusammenfassen? Können wir unsere Ideen so ein bisschen zusammenfügen vielleicht? ja, Also also wie würdest du sagen, gesagt, wir haben den Konsens? ich würde das, was du geschrieben hast, würde ich als Eckpunkte bei Width of Technique und Rolling Performance würde ich mir das auf jeden Fall dazu kleben, damit ich halt weiß, okay, das erwarte ich eigentlich von dieser Person, dass sie da kann. Ja, also die Frage, die ich mir bei halt bei Wolf of Technique stelle, ist auch, okay, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wie viele Technikenpositionen kennen die? Und da erwarte ich natürlich halt dann auch, okay, hat alles schon mal irgendwie gesehen? Und gibt es irgendwelche Positionen,
wo sie komplett lost sind. Bei einem Blaugurt kann ich das noch verzeihen, dass es Positionen gibt, wo sie komplett lost sind. Wenn zum Beispiel Competition Performance stimmt, das sind dann häufig Leute, die zum Beispiel aus dem Judo oder sowas kommen, wo ich relativ wenig Interesse habe, die lange im Weißgurt zu halten. Weil, ja, okay, dann zerstören sie halt Weißgurt-Competitions, aber niemand ist impressed davon, wenn du Weißgurt-Competitions zerstörst. Der White Belt King, die White Belt Queen, ja, super. Ja. Also deswegen, ja, okay, da ist halt, da gibt's Positionen, wo die komplett lost sind. Aber die sind halt, die können halt ihr Zeug so gut, dass es nicht, dass es egal ist. Und da kommen wir dann zum Purple Belt. Und da ist es dann nicht mehr so. Ja, das ist was, was ich bei einem Purple Belt nie akzeptieren würde, dass es Positionen gibt, wo er oder sie lost ist. Also in gewisser Maßen weiterhin noch so ein Kriterium von technisch breitem Verständnis, im Sinne von, es gibt keine groben Lücken mehr. Ja. Mhm. Wie gesagt, bei jedem muss halt bestimmte Kriterien bei jedem Teil müssen erfüllt sein. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, bei Purple Belt, so als Standard, als Minimal Required Proficiency, wenn diese Person es schafft, ein Black Belt mit ungefähr ähnlichen physischen Attributen in das Game von ihnen zu fangen, dann schaffen sie es auch, diesen Schwarzgurt zu tappen. Mhm. Das heißt, die sind so gut in ihrem Zeug geworden, also wir gehen jetzt hier von Blaugurten aus, dass sie, wenn sie ihr Game spielen und der Schwarzgurt nicht aufpasst, und so, ja, okay, ich bleibe jetzt noch drin, dann wird er da auch getappt. Und das sind so die Sachen, man fängt halt dann, also tatsächlich, ich finde das, also ich glaube, das ist so dieses Ding, wenn man so anfängt, ab und zu mal Schwarzgurt zu tappen, das passiert als Blaugurt. Als Weißgurt jetzt eher selten. Aber das heißt, Blaugurt kriegst du schon so ab und zu deine Schwarzgurte. Tappen bei welcher Intensität? Ja, das ist, du kannst, es kann schon sein, dass du Vollgas gibst und der Schwarzgurt halt nicht. Aber wenn du, wenn ich nicht aufpasse als Schwarzgurt und in die Triangle reinlaufe, weil ich halt gerade eben, keine Ahnung, mein Sao Paulo Pass oder sowas trainieren möchte. Ja, wenn ich in 99% der Weißgurtfälle ist es egal, wie tief die Triangle ist, ich komme da raus. Attention White Belts, Challenge issued. Wenn jemand fertig triangelt, ja, dann überlege ich mir eine Belohnung. Der sich auf Triangles spezialisiert hat, da komme ich da nicht mehr raus. Und da denke ich mir, okay, hey, cool, hey, 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 da gibt's was. Da muss ich aufpassen. Da bin ich jetzt on point, also on notice, was das angeht. Und da weiß ich dann, okay, ja, so langsam, aber sicher komme so Richtung, wenn es halt dann consistently passiert, dann kommen wir so Richtung Purple Belt so langsam aus, ja. Mhm. Interessantes Kriterium auf jeden Fall. Mhm. Wie hast du so, was hast du bei Purple Belt so? Also, wir sind da nicht ganz weit voneinander entfernt. Ich denke, wir denken ähnlich. Für mich ist wichtig, dass der ein tiefes Verständnis von seinen A-Game-Positionen hat. Mhm. Also, was ich, klassischer Purple Belt A-Game-Move, Backtakes aus der Guard und dann von der Back finishen. So Klassiker, ja, eigentlich. Was für mich so bei meinen Kriterien wichtig ist, ich wollte jetzt nicht Jiu-Jitsu University komplett nachgehen, weil ich finde, dass diese Festlegen von Leuten auf bestimmte Jiu-Jitsu-Bereiche nicht immer klappt. Also dieses Escapes auf Blaugurt, Guard auf Purple Belt, Passing auf Brown Belt und so, das passt nicht bei jedem. Es passt statistisch schon oft,
aber eben nicht bei jedem. Das heißt, für mich ist es so, okay, was auch immer dein A-Game ist, hab ein tiefes Verständnis davon. Ja. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Wenn ich ein Triangle-Spezialist bin, ein Selbsternannter, und ich triangle den Ferdi, wenn er versucht, mich zu Sao Paulo passen und er passt nicht auf, dann muss er mir halt ein Purple-Belt geben. Ja. Irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn ich nett bin und in die Morgenklasse komme. Ja, was bei mir noch dazu kommt, ich denke wieder an dieses Thema Kombination. Bei einem Purple Belt würde ich gerne sehen, dass der nicht nur 1-2er-Kombinationen schießt, sondern 1-2-3-Kombinationen. Also wirklich einen längeren Funnel aufbauen kann. Im Sinne von, der weiß, okay, ich gehe auf den Armbar, ich wechsle in die Triangle, ich gehe auf Omoplata, sweepe und bin sofort weiter am Ball. Und ich habe auch weiterhin einen ausgeprägten Flow am Start. Also Flow weit wieder als ein bisschen schwammiges Wort vielleicht, aber der ist in der Lage, zügige Positionswechsel ohne Nachdenken zu vollführen. Und im Rahmen dieser Positionswechsel sind da eben auch wirklich Kombinationen drin, die er sich eingeprägt hat und die wirklich reflexartig kommen können. Also dieses Thema Kombination ist für Blau und Purple Belt in meinem Kopf relativ wichtig. Einfach auch, dass dieses Verständnis entsteht. Dieses, okay, wie mein erster Move wird zu 90% failen einfach. Das muss man sich einfach bewusst sein. Im Boxen erwartet niemand, dass er mit dem Jab den anderen schon ausknockt. Es ist sicherlich schon mal vorgekommen, aber es ist sehr unwahrscheinlich und alle wissen es. Aber der Jab ist eine Vorbereitung. Und ähnlich halt mit dem ersten Submission-Ansatz, mit dem ersten Sweep-Ansatz. Und einfach dieses Ding mit, okay, lerne strategisch zu denken. Lerne dir ein Game selber aufzubauen. Das erwarte ich nicht von dem Blue Belt, dass der da super weit denkt, aber halt so 1er-2er-Kombinationen. Bei dem Purple denke ich mir, okay, hab noch mal einen weiteren Schritt in petto, wenn die 1-2er-Kombination nicht klappt. Studier die Reaktionen von deinen Gegnern, von deinen Partnern und hab einfach was vorbereitet. Und das ist für mich dann auch wieder ein Ausdruck von Tiefe der Erfahrung, Tiefe des Verständnisses. Ja. Was für mich auch direkt, wenn wir gerade bei Tiefe vom Verständnis sind, oder ich erwarte eigentlich von dem Purple Belt auch, dass sie zu ihrer Technik oder ihren Techniken, ihrem A-Game in der Lage sind, eine Stunde zu geben. Das, also jetzt, muss nicht methodisch, didaktisch 100% super geil sein, weil methodisch, didaktisch sind die wenigsten Stunden im BJJ 100% super geil, die meisten sind relativ scheiße. Ist so. Sportdidaktik ist in den wenigsten BJJ-Stunden zu sehen. Das ist ein schönes weiteres Podcast-Thema irgendwann in der Zukunft. Ich bereite schon ein paar Studien vor. Ja, passend dazu hat Andrew Wills hier was gepostet, was ich relativ gut fand. Video bezüglich, wie werde ich mit BJJ besser. Check Discord, ja. Ja, habe ich im Discord gepostet, ist gut. Aber ja, ich erwarte eigentlich von einem Purple Belt, dass er in der Lage ist, sein A-Game in gewisser Art und Weise zu verbalisieren und weiterzugeben. Das ist ein interessantes Kriterium. Also viele würden, ich sag mal, Fähigkeit, etwas zu unterrichten, eher bei Brown und Black Belt ansiedeln. Finde ich aber eigentlich ganz gut, denn wenn du was verbalisieren kannst, dann musst du es auch ausreichend verstanden haben. Und auch das einfach, auch der Akt, dass das, was du machst, zu verbalisieren der Klasse gegenüber, hat, finde ich, einen sehr großen Lerneffekt. Also mir hat das echt geholfen. Ich habe auch, glaube ich, mit Purple Belt angefangen, mal erste Klassen zu geben. Und das zwingt einen halt echt wirklich, die wichtigsten Kernpunkte zu verstehen und sich bewusst zu machen von den Techniken, die man macht. Und es ist halt dann hoffentlich irgendwann nicht mehr nur, okay, guys, now I put my left hand here and my right hand here and I put my foot here. Sondern das ist halt dann irgendwann hoffentlich an dem Punkt, dass ich erklären kann, warum ich was mache und so und nicht anders. Also, das ist es. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da mit Purple schon anfängt. Ja. Ja, und dass ich habe auch mit Purple angefangen, Stunden zu geben. Und ich bin gerade eben nicht auf der Matte und ich lasse meine Morgenstunden von meinen Purple Belts gerade eben geben. Und was ich an Feedback bekomme, ist es durch die Bank hinweg gut. So, wird angenommen und das funktioniert auch sehr gut. Und die organisieren sich auch selber. Also ich bin richtig stolz auf die, falls irgendjemand von der Podcast hört. Richtig gut gemacht, Jungs. Und haben deine Leibeigenen gute Arbeit geleistet. Ja. Finde ich gut. Genau.
Haben wir sonst noch irgendwas zum Purple Belt? Wichtigstes Kriterium ist, zum Warm-up zu spät kommen. Keine oh, Takedowns, ja. Keine Takedowns, keine Fallschule können. Ja. Und sofort auf den Arsch floppen, sobald der erste Griff da ist. Das ja, finde ich eigentlich entscheidend, eigentlich viel wichtiger als was wir gerade ja, gesagt ja, haben. Ja, genau. Die Memeability einer Person im Belt ist enorm wichtig, ganz besonders für mich. Ich überlege mir, ich schaue mir eine Person an und denke mir, okay, mit welcher Gürtelfarbe hat diese Person das höchste Meme-Potenzial? Und dann wird sie in diesen Gürtel gebracht, ob sie will oder nicht. Stoppst du sie dann auch, wenn sie in dem perfekten Gürtel sind, oder? Nö, dann lasse ich sie halt einfach da. Ach so, also du graduierst sie einfach nicht weiter, wenn sie ständig zu spät kommen. Nö. Also sie braucht also quasi erst, wenn die ersten zwei Knie-OPs drin sind, dann gibt's Brown Belt. Genau, also zum Beispiel nicht Alex gut. Matschl und Jan Knüter, die müssten geil. Beide die ganze Zeit eigentlich Braungott sein. Das stimmt. Ja, weil sie nicht grundsätzlich kaputt sind. Ich habe einen Weißgurt, der kommt grundsätzlich zu spät. Ich überlege mir jetzt schon, wie ich ihn möglichst schnell auf den Purple Belt bekomme, aber da ist halt blöderweise dieses Pentagon noch nicht so weit ausgefüllt, dass ich Schade. Das für mich verantworten kann. Du könntest dafür sorgen, dass er mit Jiu-Jitsu aufhört und in den Blaugurt einfach geben dann. Das wäre natürlich auch so eine Option. Posthum hier quasi. Blaugurt. Ciao. Und dann weiß ich, dass er nie wiederkommt. Okay, dann haben wir eigentlich schon ein Blue Belt Meme. Hört auf mit Jiu-Jitsu. Purple Belt Meme kommt ständig zu spät oder kommt einfach nicht zum Warm-up. Ja. Wie sieht's denn mit Brown Belts aus? Meme und Nicht-Meme-Kriterien? Ja, Meme ständig verletzt. Also Jan ja, Knüter, Brown Belt for life. Geil. Shoutout an Jan Knüter. Bussi. Was musst du als Brown Belt noch extra können? Also ich finde es einen interessanten Gürtel. Also vor allem, wir haben den beide nicht vergeben, aber also war als theoretische Idee. Also ich finde, ein Braungurt sollte ein tiefes Verständnis über viele Positionen haben, grundsätzlich, aber vor allem über so Sachen wie Posture und Pressure, also ich sag mal so Konzepte, die eigentlich über Positionen hinausgehen. Also Purple Belt, der macht halt seine Techniken und funktioniert schon. Und ich finde so als Brown Belt, und das passiert auch oft, da fangen die Leute an, schwer zu werden. Also nicht im Sinne von, sie werden fett und muskulös, also das passiert sicherlich auch, aber die lernen ihr Körpergewicht aus irgendeinem Grund passiert das oft in dem Gürtel, bei mir war es auch so, die lernen ihr Körpergewicht einfach besser einzusetzen, das, was sie haben. Und klar, viele fangen mit Krafttraining irgendwann an, weil sie ja so oft verletzt sind, aber das mal rausgenommen. Ich denke, dass das einfach ein guter Gürtel ist, um so, auf dem so ein gewisses Verständnis dann da sein muss oder entwickelt werden muss über eben so, ich sag mal, wie soll ich das sagen, positionenübergreifende Attribute ist nicht ganz das, was es erfasst. So ein natürliches Biomechanikverständnis, würde ich jetzt sagen. Also muss nicht erklären können, warum jetzt der Pressure größer wird, weil ich meine Kontaktfläche reduziere mit der Matte und mit dem Körper. Also cool, wenn man das physisch erklären kann, also physikalisch erklären kann. Aber also, dass sie es machen, dass sie es tun, dass sie wissen, wie sie ihren Schwerpunkt bewegen müssen, um nicht gesweept zu werden, dass sie wissen, wie sie ihren Schwerpunkt bewegen müssen, um sich möglichst schwer zu machen und den anderen zu kochen, dass sie wissen, wie sie bei einem Pressure Pass die andere Person besonders leiden lassen. Solche Geschichten finde ich, das sieht man oft bei Braungurt und ich finde, das passt einfach auch für den Gürtel. Ja. Da kommen wir dann so ein bisschen von dem Thema Technik weg und dann geht es so ein bisschen um letzten Endes Prinzipien verstehen von wie lasse ich die andere Person leiden und wie schütze ich mich selber vor Sweep, Takedown, whatever Attempts. Ich glaube, Schwerpunktmanagement könnte man es vielleicht sogar nennen. Wenn so, wo ich drüber rede. Also ein bisschen Competition vor Augen führen, ist es ganz besonders der Unterschied zwischen Purple Belt Matches und Brown Belt Matches ist genau das, was du gerade eben angesprochen hast. Purple Belt Matches sind viel explosiver, viel schneller. True. Braungurt Matches im Normal, also weil die Top-Person besser wird, was den Einsatz von Biomechanik angeht, wird das Ganze langsamer und sieht dann tatsächlich auch mehr aus wie ein Schwarzgurt Match. Nämlich gute Beobachtung. Das wird grindiger.
Deswegen, wenn ihr einen spannenden Abend mit Jiu-Jitsu-Matches haben wollt, guckt lieber die Purple Belt Pants und nicht die Brown und Black Belts unbedingt. Oder ihr schaut euch Ironhold Alliance Nürnberg an. Wir hatten zwei Purple Belt Brackets, die voll durch die Decke gegangen sind. Sind die alle invertiert? Hoffentlich. Nee, wir hatten auch einen, ich glaube, 100 Kilo Menschen da. Der hat nicht invertiert, aber er hat sein Bracket zerstört. Hm, Purple Belt aberkennen oder nicht? Ich denke drüber nach. Ja. Nee, ja, das ist so ein bisschen auch, ich würde sagen, es unterstützt meinen Punkt, dass man nicht ein festes Game-Kriterium festlegen kann für jeden Gürtel, auch wenn es statistisch oft passiert, dass Braungurte Pressure passen und Purple Belts halt Butt floppen und Guard pullen. Sollte doch jeder, wir sind ja in 2023, auch seinen persönlichen Stil haben dürfen. Ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass es irgendwie Purple Belt muss super Guard spielen können. Braungurt muss, wie gesagt, das super Pressure Passing machen. Nee, dein Jiu-Jitsu wird dich ja auch irgendwie finden. Jetzt wird's philosophisch. Wie meinst du das? Naja, du wirst deinen eigenen Stil entwickeln. Und es ist auch mit, ich denke mir auch immer so, ich kann mir 50.000 Mal anschauen, wie Mikey, jetzt ist ganz besonders Mikey Musumeci, irgendwas macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hinbekomme, ist relativ gering, weil seine Beine einfach ein Physical Outlier sind. Die habe ich mir nicht so genau angeschaut. Was meinst du? Die sind super weird im Vergleich zu seiner Körperlänge. Mhm. Andere Leute, zum Beispiel Marcelo Garcia oder Andrew Wiltsie, haben Waden so dick wie mein Brustkorb. muss mehr Brust trainieren, Verdi. Ja, dass Marcelo eine mega gute Ex-Guard hat, deswegen, ja, ist halt so. Und Marcelos Game ist auch hart von seinen physikalischen Attributen abhängig. Und das ist bei uns allen so. Unser Game ist von unseren physikalischen Attributen zu einem großen Teil abhängig und auf der anderen Seite zusätzlich auch noch von unserer persönlichen Mentalität. Wenn ich selber jemand bin, der eher tiefenentspannt ist, der eher reaktiv ist, ich werde ein reaktives Game aufbauen. Wenn ich jemand bin, der schon nach dem Aufstehen erstmal drei Monster Energy poundet, damit in die Born-Klasse kommen kann, Shoutout an Gerd hier, Beistermann, dann wirst du halt eher ein proaktives Game haben. Beides kann funktionieren. Es gibt Sachen, also jedweder Couleur, und das ist was Schönes an diesem Sport, das ist, dass der optimale Jiu-Jitsu-Körper noch nicht wirklich gefunden ist. Das ist ein guter Punkt. Kann ich mich nur anschließen, ehrlich gesagt. Wenn du müsstest, welche minimal required proficiency würdest du einem Braungurt andichten? Uff. Wenn ich dir jetzt die Pistole an deine Glatze halte. Gute Frage. Du bist Ferdau Garcia, 5 Streifen Schwarzgurt, hast deine eigene Lineage und du hast einen Purple Belt, der will Braungurt werden. Er fragt, Mestre Ferdau, was muss ich tun? Was sagst du denn? Während ich dir die Pistole an den Kopf halte, natürlich. Also ganz klar Euros gewinnen. Das lila Gurt, das hilft. Auf jeden Fall. Shoutout an Victor. Glückwunsch zum Braungurt. Pure Pressure. Also der ist auf jeden Fall in der Statistik gut drin. Mhm. Depth of Technique, auf jeden Fall. Check. Genau, das ist also wenn wir gerade ganz kurz bei Victor sind, ich versuche danach deine Frage zu beantworten. Victor ist jemand, der halt Width of Technique nicht gemaxt hat. Aber das ist aber böse Unterstellung. Aber Depth of Technique hart gemaxt hat. Mhm. Bernardo Farias so. Also zu dem konnte ich schon gehen, wo er im Blaugurt war, bezüglich Fragen, was Over-Under-Pass und Half-Guard-Sweeps angeht. Das war ein Statement. Ist so. Und das ist halt diese, so ist bei mir damals auch tatsächlich
er ist eigentlich schuld, dass ich dieses Pentagon mal entworfen habe. Ich bin von einem Turnier nach Hause gefahren mit, ich glaube, Max Peterka und dem Chris Straubinger. Und wir haben uns eben über genau dieses Thema unterhalten, was für Belts gibt's, wie, wann, wo. Und ich habe so, okay, ich habe mir überlegt, und dann sind wir eben halt auf das Beispiel Victor gekommen. Er zeigt halt jetzt nicht so wahnsinnig viele Techniken. Macht er nicht. Aber das, was er zeigt, nämlich Over-Underpass, Cross-Choke aus der Mount, beziehungsweise Back-Tag dann von der Mount runter und Half-Guard-Sweep. Da ist er richtig, richtig gut drin. Das ist noch eine Untertreibung, würde ich sagen. Ja. Also es ist mega gut. Und deswegen brauchst du, finde ich, eigentlich beides auf dieser Skala. Also es muss beides abgebildet sein. Ja, was muss ein Braungurt können? Ein Braungurt muss eigentlich alles können, was ein Schwarzgurt auch kann. Aber vielleicht noch nicht mit dem Refinement, was ein Schwarzgurt hat. Was meinst du mit Refinement? Das Timing ist noch nicht ganz da. Das Verständnis von der Position ist noch nicht ganz da. Wir sagen ja auch immer, wir als Jiu-Jitsu-Community wird ja auch ganz gerne gesagt, ja, wenn du ein Purple Belt bekommst, dann bekommst du auch in 99% der Fälle bekommst du deinen Schwarzgurt. So ein Purple Belt ist jemand, der eigentlich ein Schwarzgurt ist, nur halt noch nicht nicht komplett runtergeschliffen ist. Schwarzgurt seiner Nische quasi. Ja, also Purple Belt, genau, das meinte ich eben vorhin auch mit, also er ist sein Schwarzgurt in seiner Nische schon. Und wenn du Braungurt bist, dann ist diese Nische, ich glaube, das ist es. Wenn du Braungurt bist, dann ist diese Nische so groß, dass sie vom Start eines Matches bis zum Ende eines Matches laufen kann. Geil, das, ja. Mhm. Also dein, nicht nur deine, also es ist halt ein Purple Belt, wenn er da hinkommt, dass er rein zufällig jetzt eben in dieser Triangle landet, dann kann er sie finishen. Oder wenn er rein zufällig genau in der Guard landet, die er immer spielt, dann kann er den Sweep machen oder die Submission draus machen. Ein Braungurt, von dem Augenblick an, wo abgeschlagen wird, also Fistbump, bis hin zum Tap, wenn er in der Lage ist, jemand, also Schwarzgurt oder sonst irgendwas, sein Game aufzuzwingen, dann ist es ein Braungurt, finde ich. Mhm. Also das Slap, Bump und dann sein A-Game ist Schwarzgurt-Level. Würdest du sagen, er hat einfach einen kompletten Funnel? Ja, genau, er hat einen kompletten Funnel von Takedown oder Pull bis hin zum Finish und das ist so gut, dass er damit auch die Schwarzgurt in seinem Gym abschießt. Ich denke, viele Purple Belts haben das auch grob, aber sie haben nicht genug Redundanzen bzw. nicht genug Backups, sage ich mal, sobald der Gegner oder der Partner mal kurz aus dem Funnel rausrutscht, um den wieder reinzuholen. Ja. Ich glaube, ein Purple Belt hat schon einen Funnel, aber der ist noch nicht so störresistent. Also wenn ich meine Deep de la Hiva kriege und an deinen Rücken komme, dann finish ich dich. Ja. Aber wenn Deep de la Hiva nicht passiert, bin ich im Sack. Genau. Glaube ich, ist so die Purple Belt Seite. Und ich glaube, ein Brown Belt, okay, wenn Deep Dealer Heber nicht klappt, habe ich genug Follow-ups, um dich trotzdem zu backtaken. Genau. Und dich trotzdem in mein Backgame reinzufangen. Ja. Und ich kann diese Deep Dealer Heber auch selber aufbauen. Hm. Von X Positionen her. Also ist jetzt nicht so, ja, okay, Deep Dealer Heber, ich komme ungefähr aus dieser einen Dealer Heber raus. Nee, ich kann das von quasi überall machen. Mhm. Cool. Ja, da sind wir wieder in diesem Thema, Kombinationen haben, fintieren können, taktisch arbeiten. Eine Taktik vom Start bis zum Finish. Ja. Mhm.
Okay, dann bleibt uns jetzt theoretisch eigentlich nur noch der Black Belt. Ich finde, wenn wir über Black Belt reden, es wird natürlich sehr theoretisch, weil wir beide nicht in der Position sind, den zu vergeben. Ja. Und der Black Belt wird ja oft, und das würde ich jetzt gerne vielleicht diskutieren einfach, wird ja oft als, ich sag mal, Lehrergrad betrachtet. Im Sinne von, okay, du kriegst einen Black Belt, du unterrichtest jetzt, du machst jetzt das Kindertraining oder so. Ich würde sagen, dass es ein bisschen unverständlich ist. Und ich finde, dass man halt auch viele Gürtel, und das hatten wir auch so ein bisschen angesprochen, auch, ich sag mal, in den Kontext drücken muss. Also im Sinne von, ist das jetzt ein Wettkämpfer oder ist das ein Hobbyist, der nicht vorhat, jemals einen Wettkampf zu machen? Ja. Ist das jemand, der schon Klassen gibt? Ist das jemand, der 4 Kinder hat und zweimal die Woche halt tops trainieren kann und der schon über 50 ist und spät angefangen hat? Mhm. Oder ist das jemand, der ist, keine Ahnung, Anfang 20, Student, trainiert jeden Tag, ist eigentlich nur zum Schein eingeschrieben und will World Champion werden? Ja. Also das ist ein großes Topic, aber vielleicht können wir das damit angehen, auch mit dem Thema Black Belt. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung dahin. Weil da gehört, also zu diesem Schwarzgurt gehört halt super viel dazu und das geht, also beziehungsweise zu jedem Gurt gehört halt die persönliche Journey dazu. Und ich habe mir das so nebenher aufgeschrieben, hatte ich. Wo glaube ich, dass das Skill-Ceiling von dieser Person ist? Mhm, erklär mal Skill-Ceiling. Was ist das Max? Die bestmögliche Version von dieser Person selber. Was kann die? Also, nehmen wir mal mich und einen Errol. Ja? Errol ist Braungurt, ich bin Schwarzgurt. Hat mehr Haare. Das auch. Heißt es, dass ich mehr kann wie der Errol? Nee. Errols Skill-Ceiling ist einfach höher. Er ist von seinen physischen Gegebenheiten kann er mehr. Er wird mehr in diesem Sport erreichen können, wie ich. Er muss sich da aber halt auch mit anderen Leuten messen. Das ist, wir bewegen uns da auf komplett anderen Scales. Würde ich sagen, dass ich deswegen meinen Schwarzgurt nicht verdient habe? Nee, weil auf der Scale, auf der ich mich bewege, habe ich zumindest im Braungurt so viel geleistet, dass ich das Ding durchaus gerechtfertigt finde. Aber die Skala ist halt komplett unterschiedlich. Und das zieht sich halt runter bis zum Weißgurt. Und das ist, was ich vorhin angesprochen habe, mit den Blaugurten, die aus dem Judo rauskommen. Ja, wenn das Judo-Schwarzgurt, die müssen sich nicht auf einer Weißgurt-Skala messen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist halt diese persönliche Journey, die man da durchmacht. Mhm, finde ich gut. Auf welcher Skala bist du jetzt? Auf der Familienvater-Skala? Zweimal die Woche Training und Gutes? Die ist automatisch nach unten gegangen. Automatisch jetzt, abgestiegen jetzt. Wobei, jetzt hast du ja einen Zögling. Schau mal, auf welcher Skala sie landen. Ja, das ist jetzt, ich muss jetzt, meine Skala wird, geht nach unten, damit ihre möglichst hoch gehen kann. Ist klar. Geil. Das ist, glaube ich, der Spirit einfach von dem, ja, von dem Vater auch, ne? Ja, ja, krass. Im Endeffekt ist auch irgendwann wird das auch der Spirit von sämtlichen Coaches, die das hauptsächlich machen, oder? Die eigene Skala, das ist was anderes, das ist super schwierig. Du musst deine eigene Skala so hoch halten, dass du der beste Coach sein kannst, der du sein kannst. Auf der anderen Seite kannst du aber halt nicht der beste Athlet sein, der du sein kannst. Weil das hatten wir, glaube ich, schon mal. Als Athlet musst du egoistisch sein. Als Coach kannst du nicht egoistisch sein. Das ist, glaube ich, ein exzellenter Punkt zum Thema Black Belt. Ja, da sind wir, glaube ich, genau on topic jetzt. Mhm. Und das ist halt, also Black Belt Coach,
es gibt Black Belts, die sollten vielleicht nicht coachen, die sollten vielleicht kämpfen. Weil da können, die können auf der Skala, auf der sie sich bewegen, können die halt noch mehr reißen, wenn sie kämpfen. Andere haben vielleicht ihre Scale ausgereizt und oder ziehen mehr draus, wenn sie coachen. Und das ist halt, wie gesagt, persönliche Journey dann immer. Ich finde diesen Punkt persönliche Journey sehr gut und sehr interessant. Einfach weil wir so ein informelles System haben und das Thema Journey das eigentlich so ein bisschen auch verkörpern kann. Also beim Judo könnte ich dir viel klarere Kriterien nennen, für einen Schwarzgurt vor allem. Beim Judo ist ein Schwarzgurt in der Regel, so wie ich es zumindest gelernt habe, jemand, der seine Grundausbildung durchlaufen hat. Also im klassischen Judo, auch wenn man so die Sachen sich durchliest, die der Gründer von Judo geschrieben hat, das ist einfach jemand, der hat die Grundschule durch und der erste Dan ist quasi der erste ernstzunehmende Grad. Versus bei uns eigentlich der Jiu-Jitsu Black Belt eher das fast schon das oft für viele das Ende von der Journey darstellt. Was aber eigentlich, wie ich es am Anfang erläutert habe, auch nicht ganz richtig sein kann, denn es ist der Gürtel, den man am längsten hat in seiner Lebenszeit, solange man nicht aufhört. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, diesen Kontrast auch oft zu dem, was Leute denken, wie es ist und wie es vielleicht auch nicht ist. Also auch als Black Belt, wie du schon sagtest, dieser Zwiespalt zwischen Competition, Competitor sein und Coach sein, ist gar nicht so ohne. Also für mich persönlich, mir liegt die Coaching-Rolle recht gut. Gleichzeitig ist es mir aber schon wichtig, dass ich immer wieder mal compete, um sharp zu sein, um das noch zu verstehen, was ich da zeige. Ich finde, jemand, der selber nicht mehr competet oder vielleicht sogar nicht mal mehr rollt, kann auch kein guter Coach sein. Ja. Ein Competitor, der nicht unterrichtet, geht schon eher, glaube ich. Ja. Also es ist super schwierig da, also wenn man beides hat, die Balance zu finden. Und ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, so ein Coach, der weder rollt noch competet, es sei denn, er ist halt der eine in 100, der irgendwie die komplett kaputte Hüfte hat, ähnliche Frisur wie ich. Wen meint er? Dann könnte das okay sein. Auf der anderen Seite gibt's halt auch einen Haufen Coaches, die selber auch wahnsinnig starke Competitor waren, die riesige Armeen an anderen Successful Competitors rausgebracht haben. Also eigentlich auch beim Black Belt, die Kriterien variieren sehr stark und sind sehr abhängig vom individuellen Menschen. Ja, und jetzt verstehen die Zuhörer vielleicht auch, warum es gar nicht so einfach ist für uns, einen Farbgurt klar zu definieren und rauszuhauen, weil es halt echt, das ist sehr viel Kontext, der damit reinfließen muss. Ja. Aber ich denke, dass diese, ich sag mal, 5-Ecken-Skala, die du hast, wie nennst du es? Pentagon. Ich denke, dass dieses Pentagon-Modell ein ganz cooler Ansatz ist. Ich habe noch ein paar Punkte so nebendran geschrieben, die finde ich auch nicht verkehrt sind, die auch immer so ein bisschen mit beeinflussen. Doch rein. Meine Position entscheiden. Das eine, Tradition. Wir schauen uns diesen Median Timeframe an, den hast du ganz am Anfang schon angesprochen, so, was ist so das Mittel? Im Normalfall hast du 10 Jahre bis zum Schwarzgurt. Roundabout. Gibt Leute, die das deutlich schneller machen, haben wir auch schon angesprochen, gibt aber auch Leute, bei denen das deutlich länger dauert, weil sie eine Pause machen, sonst irgendwas. Beides ist okay. Und ich bin schon der Meinung, dass es wir sind jetzt in der zeitlichen Scale, dass sehr, sehr, also ganz besonders in den USA, viel mehr Jugendliche Blau- und Purple Belts am Start sind, die dann halt relativ schnell braun und schwarzgurt werden und das auch sollen. Das finde ich durchaus gerechtfertigt, dass wir da die
diese Minimum Timeframes von der IBJJF, dass die verkürzt sind. Ich bin da voll mit einverstanden, dass jemand, der quasi mit seinem Grüngurt, also BJJ Grüngurt, der hat im Normalfall halt schon 10 Jahre trainiert. Ist okay, wenn er dann blau, lila, braun, wenn er das halt innerhalb von 4,5 Jahren durchheizt. Also das habe ich vorhin auch schon angesprochen, die Ruth Holos, die haben 13 Jahre trainiert, bevor sie den Schwarzgurt bekommen haben. Und ja, das wird sich immer mehr auf diese Kindergürtel verschieben, aber so für den Erwachsenen, mehr oder minder Hobbyisten, finde ich diese 10 Jahre durchaus gerechtfertigt. Wenn du jetzt halt konstant jeden Tag 4 Stunden am Tag irgendwie trainierst, ja, okay, dann kriegst du das Ding halt schneller. Aber dann hast du auch komplett andere Ambitionen. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch Attendance dastehen. Das habe ich habe ich tatsächlich auf dieses Ding geschrieben, wegen dir. Nice. Du hast da eine sehr, sehr witzige Story dahingehend. Und die finde ich, also, die finde ich auch, ist wichtig, da zu erzählen. Mhm. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Also, grundsätzlich ist mir halt wichtig, gerade wenn es um den ersten Gürtel geht, dass der auch verdient ist. Das ist der Einstieg, ich sag mal, in die Jiu-Jitsu-Welt und, am Ende des Tages ist Attendance in meinem Verständnis nicht, okay, du musst 50 Mal da sein und dann kriegst du deinen nächsten Streifen und dann nochmal 50 und nochmal 50 und sehr, du kriegst sehr wichtig, ne? Dann deinen Gürtel, wenn du genug Attendances hast, sondern einfach Regelmäßigkeit, dass du auf deine eigene, im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten konsequent am Ball bleibst mit deinem Jiu-Jitsu. Und hatte mal den Fall, dass es bei jemandem Richtung Blaugurt ging und das war auch wirklich so ein Grenzfall. Also da man hätte schon geben können, so ein paar Kriterien, Weite des Repertoires war schon nicht schlecht, Tiefe war nicht schlecht, aber das ganz große Problem war Attendance. Und die Geschichte endete dann für mich mit der Person damit, als es dann darum ging, okay, ich hätte jetzt gern den Blaugurt, ich könnte ihn woanders kriegen, aber ich hätte ihn gern von dir. Und da ich sage, okay, ich habe ein klares Performance-Kriterium genannt, komm auf jeden Fall 2-mal die Woche in irgendeine organisierte Klasse. Cool, wenn es eine von mir ist, aber Hauptsache du trainierst regelmäßig, denn die Person war sehr unregelmäßig im Training. Sie war gut, aber hat nicht regelmäßig trainiert. Und das Kriterium wurde dann nicht erfüllt. Dann wurde trotzdem gefragt, ja, wie schaut es jetzt aus mit dem Blaugurt? Und dann habe ich gesagt, so, sorry, aber wenn du nicht regelmäßig trainierst, dann brauchst du auch keinen Blaugurt. Und der Satz ist es, der, finde ich, so viel, der super wichtig ist da. Dieser Blaugurt, und das ist halt das Meme, das Blaugurt, der halt, okay, Blaugurt, und dann hören sie auf zu trainieren. Das ist was, was wir eigentlich als Coaches vermeiden wollen. Also zumindest ich, selbst wenn ich es ich wollte gerade sagen, ich dachte, du willst eine Mobility hier. Jetzt schalte ich mal. Ja, wenn ich anderweitig irgendwie raushau, ich möchte nicht, dass das passiert. Ich möchte, wenn Leute im Blaugurt haben, dass sie weiter trainieren. Und das ist halt so eine Gefahr von diesem Sport, dadurch, dass das relativ lange dauert meistens mit diesem Blaugurt, ganz besonders vielleicht zu anderen Kampfsportarten. Dieses Erfolgserlebnis Blaugurt ist dann geil, jetzt habe ich einen Blaugurt. Und das Problem ist dann, dieses Erfolgserlebnis wird dann relativ schnell kaputt gemacht, weil dann die Leute halt anfangen, richtig mit einem zu rollen. die White Belt Training Wheels sind off. Dann gibt's halt richtig auf die Fresse. Die dachten, Weißgurt war schlimm, ja. You thought wrong. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man muss sich erstmal bewusst sein, ich habe es schon angesprochen, jeder neue Gurt bedeutet auch Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Und das gilt nicht nur für Competition.
je höher dein Gürtel, desto größer die Zielscheibe auf deinem Rücken, wenn du eine Klasse besuchst. Ja. Je höher dein Gurt, desto mehr Erwartungen kommen auf dich zu. Und es ist gefühlt ein sehr langer und harter Weg bis zum Blaugurt. Und ich glaube, also das ist meine Theorie, ich habe ja nicht aufgehört, aber ich glaube, dass viele mit dem Blaugurt aufhören, weil dieser Meilenstein ist erreicht, Checkbox abgehakt, und man hat es halt quasi jetzt geschafft. Und dann kommen diese ganzen neuen Erwartungen auf einen so, hey, warum kannst du denn das nicht? Du hast doch einen Blaugurt, wenn die auch nur im eigenen Kopf sind. Ja. Man hat plötzlich einen Standard, den man verteidigen muss und gegen den man sich messen muss. Und das ist einerseits cool, weil man hat so eine gewisse Accountability. Man ist gezwungen, wirklich diesen Gürtel zu verteidigen. Deswegen ein neuer Gürtel auch dafür zu sorgen kann, dass man einen Entwicklungssprung hinlegt, wenn das mental richtig läuft. Ja. Wenn ich sage so, wow, fuck, jetzt habe ich einen Blaugurt, jetzt aber ich habe da eine Lücke, fuck. Und das motiviert mich, mehr ins Training zu gehen oder so ein bisschen selber mal zu üben, mal ein Instructional zu dem Thema zu gucken. Also das mich dazu anhält, meinen Lernprozess endlich in meine eigenen Hände zu nehmen. Und ich finde, das ist vielleicht auch so ein Hallmark von weiß zu blau und vor allem auch blau zu purple, Regie über den eigenen Lernprozess übernimmt. Ja, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist, glaube ich, leider auch ein Punkt, der dafür sorgt, dass viele aufhören, wenn sie einen Blaugurt kriegen. Und das ist ein lustiges Meme, aber es ist gleichzeitig auch eine sehr traurige Sache eigentlich. Ja. Deswegen machen wir das, glaube ich, drüber lustig. Dass ein Name ich vergessen habe, diesen Namen ich nicht kenne, tut mir in der Seele weh, wenn er dann einen Blaugurt bekommt, ich mir endlich seinen Namen merken kann und dann nie wieder ins Training kommt. Das ist wirklich tragisch. Es gibt das Grab des unbekannten Soldaten. Vielleicht brauchen wir so ein Grab des unbekannten Weißkurz, der aufgehört hat. Der Blaugurt, der aufhört, ist was sehr, sehr weh tut, finde ich, als Coach. Das ist sowas, was eigentlich nicht passieren sollte. Aber absolut. Ja. Aber es passiert. Und das ist deswegen der Satz, den du gesandt hast, nämlich, du brauchst keinen Blaugurt, wenn du nicht ins Training gehst. Der ist super wichtig. Und wenn ich so dieses Gefühl habe, okay, die Person arbeitet auf den Blaugurt hin, dann bin ich super hesitant, den rauszugeben. Weil ich möchte, dass die Person im Endeffekt auf den Schwarzgurt hinarbeitet. Ich möchte, dass die Person gut im Jiu-Jitsu wird. Blaugurt heißt nicht gut im Jiu-Jitsu. Schade. Sorry, Blue Belts. Ja, zum Teil heißt nicht mal Black Belt gut im Jiu-Jitsu, leider. Ja, Shoutout an Craig Jones. Ja. Er wird es nicht hören wahrscheinlich. Aber, Im Normalfall heißt nicht mal Black Belt gut im Jiu-Jitsu. Mhm. Ich denke grundsätzlich Belt Chasing im Sinne von, ich will jetzt Gürtel XY schaffen, ist nicht gut. Also ich würde es eher retrospektiv sehen. Freut euch über jeden Gürtel, den ihr kriegt. Aber interessiert euch nicht für den nächsten, sondern genießt doch die Zeit, die ihr habt auf dem Gürtel. Genießt die Zeit, wo ihr ein guter Blaugurt seid. Und ihr macht euch schon mal bereit auf die Zeit, wo ihr dann ein neuer, aber beschissener Purple Bear seid. Ja. Das ist halt, dann kommt die Härte des neuen Standards auf euch zu. Und das, auch Spoiler Alert hier, das geht nicht weg. Nope. Never. Es macht viel mehr Spaß als Purple Belt oder als Blaugurt und irgendwo auf eine Open Mat zu gehen und da zu rollen, wie wenn du als Schwarzgurt auf eine fremde Open Mat gehst. Nope. Nicht lustig. Jeder will dich töten. Es macht einfach keinen Spaß. Blood in the water, ja. Nee. Wenn der Erste dich sweept oder irgendeine Position an dir kriegt, dann ist Jagdsaison eröffnet. Nee, das geht gar nicht. Furchtbar. Genau, und das Letzte, das hast du angeschnitten gerade eben, bin ich der Meinung, dass diese die Promotion, dass der nächste Gürtel der Person in ihrer Entwicklung im Jiu-Jitsu hilft oder nicht. Weil ja, wir haben diese Beispiele, die dann eben genau das machen. Ich habe einen neuen Gürtel, ich muss diesen Gürtel verteidigen, und wie mache ich das? Ich werde besser. Ich habe diese Lücken, jetzt muss ich Gas geben, ich muss das machen. Bestes Beispiel, hier habe ich aus der Morgenstunde Daniel König, Purple Belt, genau das. Da hat der Purple Belt genau das in ihm ausgelöst, finde ich. Und schaut auch hier an Daniel, mega guter Mann, macht alles super. Er ist nicht umsonst der König. Ja. Sorry, Daniel. Also wirklich, dieser Purple Belt, der hat bei ihm nur Gutes bewirkt.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Also ich sehe ihn nicht mehr so häufig leider, weil er nicht mehr zu normalen Uhrzeiten trainiert. Aber die paar Male, die ich mit ihm trainiert habe als Purple-Belt, Prospekt. Ja, also guter ist Katalysator gewesen. Ja, das hat die Entwicklung nochmal richtig nach oben getrieben. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Leute, wo der neue Gürtel ein Problem ist. Hier Beispiel aus meiner alten Schule. Es war ein Mädel, die hat ihren lila Gurt bekommen. Also es war eine Satellitenschule, die hat jemand geleitet, also die hat ihr Freund damals geleitet. Und der war der Meinung, hey, hier, Main Coach, das Mädel hat jetzt ihren Purple Belt verdient. Die hat davor schon relativ wenig jetzt mit anderen Leuten gerollt, weil sie halt, naja, also war irgendwie der Meinung, ja, alle rollen zu rough, alle sind böse zu ihr, whatever. Ja. Und das war, wo sie Blaugold war. Das sind immer die anderen. Ja, das sind immer die anderen. Und dann hat sie ihren Purple Belt bekommen und hat mehr oder minder aufgehört, mit irgendjemandem außer ihrem Freund zu rollen. Weil alle Männer sind böse und haben zu hart gerollt. Alle Frauen haben halt, okay, hey, hier weiblicher Purple Belt, kann mal versuchen, ein bisschen kompetitiv Gas zu geben. Hat sie auch nicht verkraftet, weil sie halt technisch doch nicht so weit war. Und da hat eben dieser Purple Belt dafür gesorgt, dass sie halt einfach quasi die Äquivalenz zu Quiet Quitting im Jiu-Jitsu gemacht hat. Oh, bitte. Ist halt ins Training gekommen, konnte diesen Gürtel nicht wirklich verteidigen, weil halt körperlich krass unterlegen. Aber das Ego hat dann halt auch verhindert, dass sie halt die Backen zusammenkneift und dann Gas gibt und halt in diesen Gürtel reinwächst. Und also gibt halt die zwei Beispiele. Und da muss man halt immer auch sehr krass aufpassen, was für ein Charakter diese Person ist. Sehr guter Punkt. Also ich denke, dass wir das Thema, wie graduiert man am besten, nicht beantworten können. Nee. Wir versuchen es so gut wir können, gerade so ein bisschen zu diskutieren, aber die perfekte Lösung gibt es nicht. Es ist halt super individuell. Ich denke, dass man ein paar Sachen listen kann, die zumindest meiner Meinung nach nicht optimal sind. Das sind halt so Standardlösungen wie Prüfungsordnungen, finde ich, reißen es nicht. Nee. So und so viele Attendances bis zum nächsten Gürtel oder zum nächsten Streifen bin ich auch kein Fan davon. Nope. Sondern es ist halt eine hochindividuelle Angelegenheit. Also der Coach, der dich graduiert, muss sich halt wirklich genau überlegen, was er tut. Muss dich beobachten über einen längeren Zeitraum, muss regelmäßig in seine Klassen kommen. Und da muss halt ein gewisses Verständnis füreinander einfach da sein. Nicht nur Coach-Trainee, sondern auch Trainee-Coach. Das ist bei mir einer der Gründe, warum ich bisher eigentlich nicht wirklich Fahrquote rausgehauen habe, weil einfach die Leute nicht, ich kenne die Leute nicht gut genug oft. Mhm. Es kommt jetzt langsam der Punkt, es kommen jetzt langsam Gruppen zustande, wo ich sage, okay, da habe ich eine gute Übersicht, ich kann super gut Streifen vergeben, das klappt. Und so ein Fahrquote ist aber, wie gesagt, so ein Liga-Aufstieg, der halt echt, den muss man sich gut überlegen, also auch für die Person, im Interesse der Person. Ja. Und ich finde es schwierig, da einfach so spontan so, ah, du kriegst jetzt ein Blaugurt, ah, du kriegst jetzt ein Purple Belt. Das ist, das wird der Sache nicht gerecht. Ja. Gleichzeitig da eine Liste von 50 Techniken aufzuschreiben und dann die Person das vortanzen zu lassen, damit ich was gecheckt habe, funktioniert auch nicht. Nee. Natürlich Gruppengröße und Regelmäßigkeit oder eben unregelmäßige Teilnahme von den Leuten macht es super schwer für einen Coach, da eigentlich mit einem guten Gewissen zu graduieren. Ja. Ich weiß, dass es viele Schulen gibt, wo das einfach so Standardlösungen gibt. Ja. Aber ich bin überhaupt kein Fan davon. Also lieber ein paar Leute zu spät graduieren oder halt dann graduieren, wenn ich halt die Möglichkeit habe, mir einen Eindruck zu verschaffen.
als das random zu machen, ja, meiner Meinung nach. Dieses, okay, hey, ich fühle es jetzt einfach, absolut kein Fan davon. Schwierig. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht, oh, diese Person war jetzt 50 Mal im Training, jeder nächste Streifen. Oh, diese Person war jetzt 200 Mal im Training, jeder nächste Gürtel. Nein, machen wir nicht. Beides keine Optimallösungen. Das Beste ist halt wirklich, wenn du konstant in die gleichen Stunden gehst, konstant mit dem gleichen Coach arbeitest. Dann gibst du dem Coach die Möglichkeit, deinen Case, also zumindest jetzt hier bisschen behind the scenes bei Müller GMA, dann gibst du deinem Coach die Option, deinen Case den anderen Coaches gegenüber vorzutragen. Sagen, hey, ich habe da jemanden, ich glaube, der ist ready für den nächsten Gürtel. Und dann sagen die anderen Coaches ja oder nein. Was übrigens ein Ansatz bei uns im Team ist, um auch dieses Thema Graduierung zu optimieren. Konsens. Also letzten Endes gibt ja oft in vielen Traditionen so ein Tribe of Elders, wo halt wichtige Sachen besprochen werden. Und wenn ich mir nicht sicher bin und ich sehe die Person nicht oft in meiner Klasse, aber ich habe so ein Gefühl, so hey, das geht schon Richtung Blau, aber ich bin mir nicht sicher, dann kann ich den Ferdi fragen, wenn die Person immer in der Morgenklasse ist. Oder wir können uns erstmal in der Gruppe austauschen. So, hey, wer kennt denn die Person? Wer sieht denn die Person regelmäßig in der Klasse? Und dann kann man die Aufmerksamkeit auch von dem Coach mal lenken, wenn es ist. Also ich denke, das jagt nicht die Gürtel, aber also wenn ihr an einer guten Evaluation interessiert seid, dann je regelmäßiger ihr zum selben Coach kommt, desto besser. Ja. Aber natürlich, also wenn uns eine Performance besonders auffällt, wenn man eine krasse Entwicklung sieht, dann wird das auch irgendwann weitergetragen an den Coach, der euch am meisten sieht. Ja. Oder zumindest einen Konsens getroffen und der euch als nächstes sieht und das machen möchte, tut es halt dann. Ich glaube, dass das auch ein guter Ansatz ist, weil auch verschiedene Lupen von jedem angelegt werden, verschiedene Ansätze zum Thema Graduierung. Wir sind uns jetzt relativ nah beieinander, schätze ich, Ferdi, aber ich denke, dass wir, wenn wir andere Black Belts mit reinnehmen, nochmal ganz andere Meinungen kriegen würden. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ist natürlich auch jeder Black Belt hat seinen Standard. Wir versuchen diesen Standard, und das ist, glaube ich, auch für jetzt mal alle gesprochen, wir wollen das Zeug nicht einfach hergeben. Das Beste, was ihr machen könnt, ist, ihr zwingt uns durch eure Competition Performance, eure Rolling Performance, generell das, was ihr auf der Matte zeigt, zwingt ihr uns dazu, dieses Ding rauszurücken. Aber nicht weiter erzählen. Nicht fragen nach dem Gürtel, genau, einfach machen. Nicht fragen. Oldschool-Tradition, hinter der wir voll stehen. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber wir machen es halt so. Nils Bormann, wenn du den gefragt hast, okay, ja, halbes Jahr on top, grundsätzlich. Wenn du es nur angesprochen hast. Weil die Frage dazu, es kommt immer darauf an, wie man die Frage stellt, so, ey Ferdi, wann kriege ich eigentlich meinen Blaugurt? Das gibt auf jeden Fall ein halbes Jahr oder bis 10 Jahre on top. Ja. Wenn ich jetzt fragen würde, Ferdi, welche Skills fehlen mir denn noch auf dem Weg zum Blaugurt? Wie würdest du darauf reagieren? Viel besser gefragt. Und das ist nämlich das, was wir mit Transparenz meinen. Dann geht es nämlich darum, hey, weiß ich jetzt nicht, weil ich mir nicht anschaue, wie du rollst. Aber wir können gerne mal schauen. Und dann können wir zusammen dran arbeiten. Weiterer BJJ Belt Chaser Hack. Live im Podcast. Nein, chase nicht den Gürtel, aber. Ah ja, genau, chase nicht den Gürtel, chase die Skills. Aber ihr demonstriert auch durch gute Fragen, wie diese oder auch themenspezifische Fragen einfach, dass ihr interessiert seid, an eurem Jiu-Jitsu zu arbeiten, und auch wenn ihr selbstständig lernt, macht es die Sache auch einfach besser. Also weiß auf blau, easy, du gehst dann in die Klassen und lässt dir erstmal das Betriebssystem installieren von uns, kein Problem. Ja. Aber ich denke, spätestens ab Blaugurt ist es halt wirklich wichtig, dass man autarker wird. Ja. Richtig autark ist man wahrscheinlich erst ab Purple, Brown, ja. Aber versucht wirklich euren eigenen Lernprozess im Rahmen eurer Möglichkeiten in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Und am Ende des Tages, dann vergesst ihr vielleicht sogar die Frage, ey, wann kriege ich meinen nächsten Gürtel? Sondern wird die Frage, fuck, wie verhindere ich, dass der Flo ständig an meinem Rücken hängt? Wie löse ich dieses Problem? Shoutout. Fuck, wie komme ich denn aus der Mount raus? Ich werde ständig gemountet, ich komme nicht raus. Und ich denke, so ein Problemfokus, Probleme lösen auf der Matte, Competition-Matte oder Trainingsmatte, bringt euch vom Mindset her viel weiter als die Frage, wie komme ich jetzt zum nächsten Gürtel? Ja.
löst eure Probleme auf und neben der Matte. Genau. Allerletztes Ding, das ist mehr so eine Frage, weil das ist tatsächlich in manchen School-Traditionen, das ist auch was, Charakter. Das finde ich mega schwierig. Mhm. Es ist, glaube ich, ja. Ja. Das gibt ja diverse Sprüche mit, ja, Jiu-Jitsu killt dein Ego, das können wir auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Ist nicht so, können wir schon mal, glaube ich, vorweg schicken. Ja. Charakter finde ich ganz schwierig, denn du weißt nie, was die Person in ihrem Innersten fühlt und was sie im Schatten ihres Lebens macht. Also da gibt es ja auch diverse Beispiele von Black Belts, die plötzlich im Knast gelandet sind wegen ganz schlimmen Dingen. Also wir können schon mal statistisch davon ausgehen, dass der Black Belt den Charakter nicht veredelt. Und wer sind wir, auch als Instructors, euren Charakter als Mensch zu bewerten? Also ich finde, das steht uns auch gar nicht zu, den Charakter eines Menschen zu bewerten. Ich finde, was wir bewerten können, ist die Interaktion mit den Trainingspartnern und das Verhalten von euch, von euch Teammitgliedern gegenüber. Also seid ihr gute Trainingspartner zum Beispiel. Ich finde das schon relevanter. Das nehme ich mir tatsächlich auch raus, wenn du dich auf der Matte wie ein Arschloch verhältst. Dann habe ich relativ wenig Interesse daran, dich zu graduieren. Damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie die White Belts roastest oder sonst was. Das ist vollkommen egal. Das gehört dazu. Das ist encouraged sogar, glaube ich, bei dir, habe ich gehört. Nein, es ist einfach, bist du im safer Role? Bist du, also, ja, ich meine, wenn du ein Arschloch siehst, dann weißt du, was ein Arschloch ist. Ja. Da habe ich einen klugen Spruch von meinem Judo-Lehrer, Shoutout, ich weiß nicht, ob er den Podcast jemals hören wird, aber der Thomas Korausch hat mir das mal ziemlich cool erklärt. Es gibt im Judo dieses Prinzip Jita Kyoei und da wird immer richtig dick diskutiert drüber, was das jetzt auf Japanisch zu bedeuten hat und so weiter. Aber er hat es mir mal ganz cool erklärt, ich und andere Verbindungen zusammen werden leuchten. Das ist eine super schöne, blumige Sprache, aber ich finde, das bringt eigentlich einen ganz coolen Punkt drüber. Also eine Trainingsgruppe ist nur so gut, wie eine Trainingsgruppe kann viel besser sein wie die Summe ihrer Teilnehmer, wenn wir viele gute Trainingspartner haben. Jeder schlechte Trainingspartner zieht die Gruppe als solches runter. Und also ist es in unserem Interesse als Coaches, auch einfach die Leute zu fördern, die einen Mehrwert für die Trainingsgruppe bieten. Weil das erhöht das Skill-Level vom ganzen Trainingsraum. Ja. Und das ist einfach es ist einfach nicht förderlich, einen Arschloch zu graduieren und dieser Person mehr Macht und mehr Prestige zu geben, wenn sie der Trainingsgruppe eher schadet, als sie fördert. Yep. Genau, aber ansonsten. Seid nett zu den Weißgurten. Im Rahmen. Außerhalb des Trainings. Verpackt sie, sagt ihnen danach wie. Ja. Sowas. Genau, also verpackt sie in der Runde, aber sagt ihnen danach, wie ihr sie verpackt habt. Denn ihr wart auch mal der kleine Weißgurt-Anfänger, der total unsicher ist. Und anderes Ding, auch aus purem Egoismus, je besser eure Trainingspartner werden, desto besser müsst ihr werden. Ja. Kleine Tangente, aber denke ich, spielt in das Thema auf. Vollkommen gerechtfertigt. Und ich konnte mein cooles YouTube-Zitat loswerden. ich glaube, wir sind jetzt eh schon fast anderthalb Stunden hier. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer das Geschwätz so lange anhört, aber Shoutout an dich, wenn du das jetzt hörst. Du hast es geschafft. Ganz besonders hier nochmal Shoutout an Gabor, dass eine Idee das war. Wenn ihr der Meinung seid, dass es eine dumme Idee war, dann könnt ihr ihn auch gerne im Training verpacken. Ich habe gehört, der freut sich ganz besonders über Armbars aus der Close Guard. Oh ja, das war die offene Challenge, ne? Wer ihn am meisten armbaren kann von dort. Wer ist der Rekordhalter? Können wir danach mal besprechen. Ja, muss man im Discord mal fragen. Internes Scoreboard müssen wir nochmal aufmachen. Ja. Cool. Ansonsten, ja, dir mal vielen Dank, Chris. Gerne, hat Spaß gemacht. Wie immer hält. Vielen Dank an die Zuhörer und nochmal vielen Dank an Gabor für die Idee. Und wenn ihr selbst noch Ideen habt, dann schreibt uns einfach auf Discord, da sind wir eigentlich immer zu erreichen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Sinn.